Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Two Point Hospital. So, was wir auf jeden Fall tun wollen, ist Kudos ausgeben. Wir haben immerhin 385, was auch immer uns das bringt. Aber wir können diese Dinge freischalten. So, möchtest du eine violette Bank? Nein. Aber ich möchte schon Dinge freischalten. So, zuerst allerdings schauen wir uns mal die Gäste an. So, Termin auf der Station steht in der Warteschlange auf Platz 1 in der Station. Er hier hat sich ein helles Köpfchen. So, ja, wartet. Doc Brown aufs Dach, bitte. Doc Brown aufs Dach. Doc Brown. So, ja, er wird jetzt definitiv entleuchtet. So, guter Mann, die Entleuchtung findet statt. Personalkompetenz. Ja, super. Ohne Kopf lebt sich's gleich besser. Ja. Ich finde das super. Hihi. So, und drauf. Schön. Die Erfolgschance war 86%. Ja, großartig. So, es ist Zeit, dass wir erweitern. Beziehungsweise, ich möchte gerne diese Arztpraxis, ob das geht, ich probiere das einfach. Die will ich jetzt bearbeiten. So, pass auf. So, ja. So, und kann ich das Ganze drehen? Aus dem Entfernen, Zimmer hinzufügen. Ich würde das gerne drehen. Kann ich das Zimmer jetzt drehen? Nö. Aber ich würde es gern drehen. Oh, ja, ich kann alles drehen, aber nicht das Zimmer. So, dann lass mal stehen. Möchtest du abbrechen? Ja, ich will abbrechen. So, okay, wir haben zwei Arztpraxen. Dann ist das halt etwas durcheinander. Ich wollte es sortieren und schlichten. So. Ja, wir werden neben der Arztpraxis. Ganz schön viele mit hellen Köpfchen, oder? Wartet, Platz 3. Nein. Linda Forell. So, was ist mit ihr hier? Bereit für Weiterbildung. So, glücklich. Muss aufs Klo. Tja, da kann ich jetzt nicht viel tun. So, Anpassung, Jobs. Ja. Will gerne eine Weiterbildung Gehalt prüfen. Mitarbeitergehalt, prüfe die Bezahlung deiner Mitarbeiter und ihrer Gehaltszufriedenheit. Das Gesicht im Gesicht einer Person unterbezahlt füllen. Gut. Nö. Eigentlich alles in Ordnung. Ich würde dich gerne qualifizieren. So. Ja, dort will ich dich haben. So. Ah, Stimmung? Negativ. Muss dringend aufs Klo. Ist echt schon durstig. Ja, Oxford ist ganz nett. Statistik? Toilettengereinigt. Was machst du da am liebsten? Pflanzen gießen. Ja, klar. Boah, ist schon beschäftigt seit 2 Jahren und 4 Monaten. Boah. Sehr cool. So, was ist mit Edna? Ja, die gießt nicht ganz so gerne Pflanzen, aber repariert ganz gerne Geräte. Edna Gorke. So, Details. Moment. Oh, ich möchte lächeln sehen. Sag mal. Na genau. Nein. So, also, wir haben Toiletten, wir haben ein Diagnosezimmer. Was ist, wenn wir hier wieder ein Diagnosezimmer bauen? Das werden wir nämlich machen. Einfach so. Allgemeine Diagnose. So. Das muss sein 3x3. Das werden wir aber auch nicht größer machen, sondern wirklich bei 3x3 lassen. So, allgemeine Diagnose. Ja, das passt schon.
So, dieses Diagnoseteil. Ups. So. Das kommt am besten hier in die Mitte rein. So, dann hätte ich gerne das Bettchen hier. So, dann schauen wir. Ja, Aktenschränke sind einfach wichtig, weil die zeigen nämlich, dass der Arzt total kompetent ist. So, hier, hier. Ja, Prestige 2 ist schon ganz gut, aber wir schauen, dass wir auf 3 kommen. So, Abfalleimer, den stellen wir da hier. Den stellen wir da direkt, da kann man die Sachen wegwerfen, die man aus dem Patienten zieht. So, Moment, es geht um Diagnose. So, die Pflanze. Ja, wir wollen uns ja alle wohlfühlen. So, dann haben wir... Könnte man kaufen. Eine Klimaanlage, kleine Kaffeemaschine, Trinkbrunnen, super. Was da alles gibt noch. So, wir hängen das Poster Erleuchtung hier an die Wand. Ja, ist gleich viel besser. So, dann natürlich noch. Wie soll es anders sein? Wir brauchen ein paar Aktenschränke. Super. Diagnose Stufe 3. Toll. So, hier brauchen wir unbedingt einen Krankenpfleger. Einstellen. Krankenpfleger. Moment, ja, du kannst gleich nach Hause gehen und du auch hier. So, Notfallapotheke. Ja, aber Apotheken, wir haben einen, es geht um 5 Patienten mit WC-Warzen. Ja, okay. Patienten treffen jetzt an der Apotheke. So, das ist gut, wir werden, ja, das ist da in Ordnung. Wie sieht's aus mit ihr? Die ist super. Ja, okay, wir haben eine Apotheke, das muss vorerst reichen. So, der Notfall beginnt. Der Notfall ist eingetreten. So, wir dürfen aber nicht vergessen, wir brauchen hier, ja, Behandlung 3, Behandlungskompetenz, 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 Wahnsinn. Ah, es hilft aber nichts. Wir werden ihn hier einstellen. Behandlungskompetenz, wir werden ihn nicht einstellen, wir brauchen Diagnosekompetenz. Ja, da kommen die Notfälle schon. Ui, 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 ui. So, was mit ihm hier? Jo, ja, du kommst da in den Pausenraum. So, und du kommst hierher. Jawohl. So, nein, ja. So, gute Neuigkeiten. Wir haben 100 Patienten. Oh, ja, 100 Patienten. Super. Am Empfang sitzt wer neuer. Einer ist schon geheilt. Ja! So, schon gewusst, Patienten und Mitarbeiter werden mit der Zeit hungrig. Stelle sich... Ja, das haben wir eigentlich schon gemacht. So. Wichtige Durchsage. Ja. Bitte senken Sie Ihre Erwartungen. Definitiv. Ui, da warten 6 Personen. Wahnsinn. Das ist natürlich. Ui, wir machen wieder Minus. Ach so, ja. Verdammt. Pfleger, Behandlungskompetenz. Was macht er? Ausdauertraining. Energie langsamer schwinden. Ja, Jake Crust. Positiv. Grüne Daumen beherrscht Zeitmanagement. Super. Stell mal ein. Ja, ich weiß, wir bräuchten mehr Leute für Apotheken. Ah, der Abfalleimer ist gut. Das könnte man über diese Infotafel. Durst, Hunger. Nee, wo ist denn das? Da zum Beispiel. Das muss behandelt werden, da ist super. Die Hygienie wie noch nie. So, Hunger. So, Reparatur? Ja, ist alles in Ordnung. Das könnte man langsam reparieren mal. Das kann gegossen werden. Gegossen werden. Der könnte auch mal repariert werden. So. So. Ja, super. So. Ah.
Wir haben schon drei behandelt, super. So. So, da haben wir schon vier. Ja. Ja. Ich kann es beinahe riechen. Nein, da, der letzte. Das war wohl ein Abwasserrohrbruch. Mein Fehler. Wie auch so. Immer. Haltet eure Daumen schön grün. So, hallo. Bitte, ich habe einen Notfall. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. Ja. So, super. Ja, ja, das soll ich essen? Ja. Nein, lieber nicht. So, alles hinein. Jo. So, und das nehmen Sie dreimal am Tag. Jetzt gleich. Bäm. Was? Wieso denn? Oh, Behandlung fehlgeschlagen. Ein Wipp. Ja, schade, schade. So, Beförderung. Wer ist es? Lillian McGuffin. Interessantes Profilbild. So. Weil du einfach super bist, kriegst du jetzt ein lächelndes Gesicht. Befördern. So. Höhere Krankenhausstufe, erweitere das Krankenhaus weiter, um mehr Patienten zu bearbeiten. So, Apotheke bräuchten wir tatsächlich noch eine. Errichten wir hier eine oder hier eine oder kommt hier eine rein? Wir wissen das nicht, wir können das nicht sagen. Natürlich können wir es sagen. So, eine Toilette könnte man natürlich auch eine reinstellen, aber... So, wir schauen mal. Objekte. So, Aufnahme, Getränkeautomat, super. Wo sind denn die um die Kurve? Violette Bank. Erhöht den Komfort. So, Violette Energy Drink. Schon gewusst durch die Platzierung von Pflanzen. So, eine Mülltonne. Größere, gefräßiger, wo seltener wird. Oh. Pflanzen benötigen Wasser. Klimaanlage, kleiner. Ja, wir haben 395. Wir können die Bänke natürlich holen. Grote und futuristische. Und das ist eine. Ja. Ja, auch gut. Eine violette Bank. Ja. So. Gut. Ihr habt mich alle überredet. Wir machen eine Apotheke. So, Zimmer, Apotheke. Apotheke muss sein 3x3. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Ja, ansehen. Los. So, und zwar der Gesundheitspreis. Arzt des Jahres geht an... Öffnen. Wer ist es? Ja. Dr. Ava Gorg. So, der Krankenpfleger des Jahres... Yeah! Alex Grotto. So. Der Hausmeister des Jahres. Okay. Ja gut. 2 von 3 ist schon mal gut. Der Assistent des Jahres. Holistics. Arbeitgeber des Jahres, das bin natürlich ich. Ja! Das haben wir gut gemacht. Du und ich, wir beide. Wir haben schon 2 Preise in der Kategorie gewonnen. Yeah. Keine Todesfälle haben wir aber gehabt. Ja, Holistics natürlich nicht. So, jetzt aber. Bestes Prestige. Yeah. Ah. So, der Patientenpreis. Na okay, wieder 4 von 8 und interessanterweise genau in den Kategorien, in denen wir gut sind, sind wir auch weiterhin gut. So, das heißt, wir brauchen... Oh, Karriereziel. Aus der Kartei, um deine Belohnung zu erreichen. So. Preisliste. Passt deine Preise? Da können wir die Preise erhöhen. Ist das cool?
So, mehr Geld verdienen, aber es kann deinem Ruf schaden. Das wollen wir im Moment nicht machen. Ja. Preisruf ist so mittig, würde ich sagen. Daher ist das voll okay. Sehr gut. So. Attraktivität. Ja, ist halt überhaupt nicht attraktiv, die beiden anderen Zimmer. Ja, da ist aber auch eine Blume drin. So. Super. So, dann gehen wir da mal rein. Was haben wir da? Ja, zur Karte wollen wir noch nicht. Einstellungen. Wir wollen welche Einstellungen wollen wir vornehmen? Einstellungen. Einstellen. So, er macht Pause. Er muss dringend aufs Klo. Ja, super. Gut. Ändert aber nichts daran, dass ich eine Apotheke machen möchte. Viele Patienten stehen vor Ärzten in der Schlange, aber es sind keine verfügbar. Überleg dir, einen zusätzlichen Arzt einzustellen. Okay. Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Was ist denn das? Diagnostik. Ja, könnte man einen einstellen. So, Diagnostik, den hier. So, der andere kann dabei mal Pause machen. So. Super. Oh nein, oh nein, oh nein. Er wird sterben, er wird sterben. Wo ist mein Hausmeister? Da. So, Edna Gurka. Nicht vor allen Leuten. So. Na, kommst du. So. Ja, sehr gut. Einsaugen, einsaugen, was geht. Super. Ha, Gott sei Dank. Ha, geschafft. So, ja, du misst schon hier die Apotheke aus, oder? Zimmer, so, Apotheke, wir wollten ja anfangen. 1, 2, 3, da wird mir der Gang wieder zu eng, aber wir könnten das natürlich schon machen. So, Tür muss Zimmer mit Korridor verbinden. Warum kann es das nicht? Aha. So. Das arge Ding stellen wir hierher. So, eine Pflanze kommt hier in die Ecke. Daneben kommt ein Mülleimer. Dann kommt der Feuerlöscher her. So, um ein Zimmer zu bearbeiten, während. Ja, das machen wir gerade. So, das Poster. Hier genau über dem Mistkübel. Da kommt es am besten. So, dann brauchen wir natürlich Aktenschränke. Ohne Aktenschränke wird es nicht gehen. So. Hier. Wir wünschen Ihnen eine sichere und baldige Heimfahrt. Herzlichen Dank. So. Dann haben wir noch einen und noch einen und noch einen und einer noch. So. Und noch. Hier ein Poster noch rein und schon sind wir auf Stufe 3. Super. So, da hätten wir gerne einen Krankenpfleger. So, den holen wir uns mal da. Was ist denn das? Patientenbetreuung. Ja, das machen wir. Text Flex. Super. So, zwei Apotheken. Jetzt kann der Notfall kommen. Super. So, ihr messt hier neue Räume aus. Das wird auch notwendig. So, wir machen ein schönes Minus pro Runde inzwischen. Großartig. So, dann schauen wir mal. Ja, das muss ich alles einspielen. So, Apotheke. Ja, da haben wir im 3 schon. Hier, Warteliste, ja, 2. Hier, Schlange, keiner. Ja, so. Da will einfach keiner rein. Patientenzimmer. Mhm. Hier, in das. Okay, da haben wir nur einen, der wartet. Das ist gut. In das Patientenzimmer, Krankenzimmer, Station. Nö, da ist keiner. So. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ja, super. So, dann würde ich sagen. Patienten werden gebeten, während der Gesundheitsinspektors weniger krank und mehr geheilt auszusehen. So.
Ja, das muss unbedingt gemacht werden. Das muss gemacht werden. Das muss gemacht werden. Das Ding hier, das Scanomat oder sowas ist das. Da. Ja, es gehört auch gemacht. Oh, Private, los. Ein Zeitschriftenstand. Glückwunsch. Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 3 Sternen bewertet. Ich hoffe für dich, dass du noch weißt, wie du so eine vorbildliche Einrichtung hingekriegt hast. Das County wird nämlich von dir erwarten, dass du das endlos wiederholen kannst, auf dass dich das von deinem Mut befreit und mit der angemessenen Nervosität erfüllt. Mit wohlriechenden Grüßen, Tarkin Foxbridge. Ah, okay, wir haben einen Zeitschriftenstand. Das ist super. So, ist da wer gestorben? Ist da wer gestorben? Oh, das machen wir zu. Ist wer gestorben oder am Sterben? Hier, oh mein Gott, und der Gesundheits... Oh, dein, ja, der Gesundheitsinspektor kommt. Was sagt er? So, ich brauche einen Hausmeister. Ich brauche ganz schnell einen Hausmeister. Nehme ich ihn hier. Hausmeister. Kannst du? Nein, du kannst nicht. Wer kann denn? Um Gottes Willen. Da, er hier. So. Da, stell dich mal da her. So, da stirbt noch einer. Wieso sterben da die Leute? Oh mein Gott. So. Wir drücken da mal auf. Was ist denn das? Notfallapotheke. Ja, wir haben 2. Los. Die Apothekenpatienten treffen ein. So, pass auf. Dich heben wir auf. So, du stellst dich da daneben. Ja, und bevor er schaut. Ja, geh da rein, während da einer stirbt. Super. Ja, Gott sei Dank. Instandhaltungsdurchsage. Mülleimer füllen sich mit der Zeit. So. Aber der war doch gar nicht so voll. Der Inspektor ist da. Oh mein Gott. Ich habe letzte Woche eine dieser naturheilkundlichen Einrichtungen von Hanf besucht, um zu sehen, ob sie etwas gegen so. Ach so, du kannst nicht mal. Ach verdammt. Wo ist denn der. Moment, Moment. So, Personal. Ich brauche. Spüre ich schon den Effekt. Bratensoße kann ich aber immer noch keine essen. So, wo ist denn der Geist jetzt? Okay. So. Och, da ist er. Da haben wir aber Glück gehabt. Hast du das gesehen? Ich hoffe nicht. So, sie schläft da, oder? Nein, da ist gar niemand. So, da ist einfach niemand. Okay, auf zur allgemeinen Diagnose. Ja, du schaust dir die Wartenden an. Ich glaube, diesmal wird deine Bewertung nicht so grandios sein wie das letzte Mal. Oh nein, oh nein. So, Apotheke, 2 in der Warteschlange und hier auch 2 in der Warteschlange. Es teilt sich wenigstens da gut auf. So, du überprüfst den Müll. Ja, und bist du zufrieden oder? Wir wissen es nicht. So. Ja. So, besuche mal die Arztpraxis. Schau, da ist ein Arzt drin. Da ist ein Arzt drin. So, du siehst dir die Pflanze an, das verstehe ich. Da wäre ich auch dabei an deiner Stelle. Ja, da sitzt auch wer. Super. So, besuche die Toiletten. Ich hoffe, die sind... Ja, okay, die ist besetzt. Achtung, wir bitten alle Besucher, leiser zu sprechen. So, was ist jetzt mit dir? Bist du fertig? Na, da bin ich ja einigermaßen froh. So, 2 hier und 1 Nummer hier. Okay. Ja, läuft gut, Gott sei Dank. Krankenpfleger zur
bitte. Krankenpfleger. Ja, eigentlich läuft's ja gut. Was ist das? Ein Pfleger. Er macht Pause, ist aber voller Energie schon. Ja, du könntest dich da reinsetzen zum Beispiel. So. Ich wechsle mal der Auswahl. Du warst sehr brav, weil der Gesundheitsinspektor da war. So, da, ja. In den Schlagzeilen des Tages findet sich heute ein Interview mit dem Lottogewinner Gustav Gitzloff. Er teilt uns darin mit, dass der Gewinn des Jackpots ihn kein bisschen verändert hat. Das Interview wurde am Yachthafen von Croc & Bush in seinem neuen goldenen Luftkissenboot geführt. Genauso wie früher also. Super! Okay. So, ja, eigentlich läuft's gut. Hier die Behandlungen, da ist nur noch einer, glaube ich. Ja, der kommt jetzt dran. Ja, komm, der letzte VIP. Der letzte VIP. So, und da geht er rein. Yeah! Ach, Gott sei Dank. So, schon gewusst, du kannst dein Objekt aufheben. Ja, das habe ich tatsächlich wirklich gewusst. So. Wir planen jetzt eine, komisch. Allgemeine Diagnose, Arztpraxis. Toilette, doch, da. So, Toilette hat Mindestgröße 3x2. Wir machen... So. Da. So, einmal hier und einmal direkt vors Fenster, ist auch praktisch, kommt Licht rein. So, ein Waschbecken. Ah, da will man sich doch gerne die Hände waschen. Hier, den Handtrockner, den werfen wir hier an. Super. Feuerlöscher, schon wieder eine gestorben, das kann ja auch nicht sein. So, Abfalleimer hier. So, eine Pflanze, wir wollen uns wohlfühlen am Klo. So, Prestige, hier möchte ich, hier, nein, über Mistgewehr, da passt das super hin. So, und noch eine Pflanze. So, Prestige 2, egal, oder? Ja, wir können auch 3 Pflanzen herstellen, aber es ändert leider nichts. Leider. So, Poster Erleuchtung, immerhin haben wir ein Poster. So, jetzt haben wir Prestige 3, super. So, sehr gut, wir haben eine Krücke. Okay. So, ist da irgendwo... Ja, wer auch immer hier gestorben... Oh, muss aufs Klo. Ja, hier, ein neues Klo. Wo rennst du hin? Da ist ein neues Klo. Ja, eben. Ja. So, was haben wir da? Der Befund. Los. Herr Jobsworth hat sich nach seinem kürzlichen Besuch einen Bericht... erstellen lassen, gemacht, wie auch immer. Er umfasst 30 Seiten, die haben wir natürlich nicht gelesen. Hier aber das Fazit. Eines der besseren Gesundheitsinstitute des County. Ja, könnte das Lieblingskrankenhaus werden. Gute Arbeit. Ja, Herausforderung, beeindrucke den FIP mit einem tollen Krankenhaus. Haben wir gemacht, 8 Ruf und 10 Kudosch. 5000 ist natürlich auch gut so. Die Sondermeldung, Herausforderung, heile 5 Patienten mit WC-Warzen. Haben wir gemacht, 15 Kudosch, super. Ah, ist das schön. So, wir werden einen Hausmeister anstellen. So, wo ist er? Ja, aber ich hätte gerne, dass du jetzt Pause machst. So, Personal, nein. Sondern wir wollen ihn einstellen. Ihn, den Hausmeister. Lola Popper. So, Hermann Witz, Poppy Marathon. Kann super reparieren, aber sonst irgendwie nicht viel. 30 Kompetenz, ja. Okay. Nein. Doch. Diana Denkhardt hat uns für fröhliche Phrasen für freudige Freidenker folgenden tiefschürfenden Spruch geschickt. Vergiss nie, dass du stark bist und geliebt wirst. Das Leben lernen bedeutet und das schlechte Ding ist gut. Ohne Grund. Ja, die ist gut, die nehmen wir. Oh. Ja, super. Sehr tief.
So. Gut, dann würde ich sagen, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ein wenig Überlänge heute. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.